Verschneid mal einen Ross 2 in S2000, haben sie gesagt. Ne? Kann es sein, dass das Ding mal ein Unfaller war oder so? Also okay, irgendwie hat nicht die Serie im Auge. So, einen kleinen Rucksack nochmal gehabt. Der finale Schlag quasi für die S2000-Lackierung. Er ist jetzt schon komplett grundiert, beziehungsweise erstmal überhaupt angeschliffen, gefüllert, grundiert, alle Beulen raus, alle Rostansätze weg, alles Gammelige, was wir irgendwie an den Stoßstangen hatten. Die Stoßstangen und sämtliche Bodykit-Teile sind jetzt schon nebenan im Ofen. Alles, was irgendwie GFK und Plastik war an dem Fahrzeug, das wurde schon vorher hier von dem lieben Henrik lackiert. Alles in Farbe, deswegen gibt es nachher einen kurzen Zeitsprung. Jetzt machen wir erstmal das Fahrzeug fertig. Ich jetzt professioneller Lackierer stelle mich einfach blöd daneben und halte gleich Henrik mal die Kamera ins Gesicht. Und der wird euch erzählen, was sie hier bei Ladenteam alles so Schönes zaubern. Passiert jetzt? Feuchten die Reifen mal einmal, dass die Folie besser dann haftet. Dann hast du nicht die Gefahr, dass die Lackierung reinfließt. Ist das jetzt hier irgendein Geschäftsgeheimnis, was ich leak, ja, oder machen das alle so? Das hatte ich mit Chris ja auch schon angesprochen. Was natürlich super ist im Vergleich zum Folieren, dass man in alle Kanten jetzt direkt mit reingehen kann. So klar, man kann beim Folieren auch eine Tür ausbauen, das ist natürlich auch kein Problem, aber foliert das mal hier alles mit den ganzen Rundungen und so. Absolut nervig. Jetzt fangen wir eigentlich an mit Lackieren. Ne? Also mache jetzt den ersten Gang gleich drauf und dann warten wir kurz und dann den zweiten und dann geht es auch schon los mit Klarlack. Okay, und die Farbe muss hier irgendwie angemischt werden oder ist nee, das ist fertig. Die Farbton haben wir fertig bestellt. Ist alles schon fertig? Ja. Einfach rein in die Also noch, musst du noch mit Verdünnung noch rein, aber sonst ist es fertig. Okay. Spritz fertig und so. Das ist hier. Komplett falsch oder was? Nee, hier. Da ziehst du dir so ran. YouTuber, der nicht reden kann. Perfekt. Okay, let's go. Ja, eine Frage hätte ich jetzt. Also ja. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Es ist ja, also Leute, das ist der Farbton. Okay, dekadent, dekadent. Hä? Ist der jetzt matt, ne? Ist das jetzt nur wegen Klarlack? Also sind Lacke, wo noch zwei Schichten Klarlack draufkommen, grundsätzlich matt? Ja, die ziehen immer matt weg. Und sobald du Klarlack aufmachst, werden sie dann glänzend. Okay. Also, kannst natürlich auch matt Klarlack aufmachen, dann ist natürlich der Platz matt, ne? Ja. Aber so muss das generell immer. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussieht, wenn da erstmal zwei Schichten drauf sind, ne? Weil ich war ziemlich erstaunt, wo es hier so weggetrocknet ist, wo es einfach macht. Sehr schönes Weiß auf jeden Fall. So, und jetzt lässt du das ganze Ding einmal antrocknen? Ja, genau, einmal ablüften, bis das komplett so ist wie hier, dann kommt der zweite Gang drauf. Grundsätzlich zum Lackieren, du ziehst immer, ich habe das gar nicht verstanden, das geht ja alles wild durcheinander. Du machst ja immer zwei Bahnen, aber gehst dann nochmal drüber. Ja, oder? Mach ich immer grundsätzlich, damit du die Deckkraft erreichst auch, ne? Würdest du, wenn du jetzt ein Auto aus Spaß mit einer Sprühdose lackieren würdest, würdest du das auch so machen? Okay, das sieht schon mal sehr spannend aus. Max ignoriert einfach das Vorgehen und macht einfach alles deckend auf einmal. Das finde ich auch top. Du musst ja erst dünn vorweg und dann kannst du ja erst ein bisschen dicker werden. Okay. Weil sonst läuft dir das ja gleich sofort runter. Ja, ja, ich mache immer voll dick so, immer hin und her und dann läuft das immer alles runter. Ja. Probiere ich bei meinem nächsten Auto, wo ich dann Sprühdosenlackierung mache. Das
Zweite Schicht ist drauf. Jetzt muss es noch circa 5 Minuten trocknen. Kommt auch schon die erste Klarlackschicht drauf. Ich muss aber wirklich sagen, das sieht jetzt schon so geil aus. Es erinnert mich so ein bisschen an so einen Perlmutt-Effekt oder so. Also so dieses Matt, Satin-Matt. Könnte man rein theoretisch sich noch schnell umentscheiden und da matten Klarlack drauf machen. Das ist quasi egal. Das entscheidest du jetzt erst mit dem Klarlack, ob das matt oder nicht. Ja, jetzt wo ich so vorstehe, scheiße. Das gefällt mir auch schon richtig gut. Ach nee, wir haben ja die anderen Teile schon. Ah, Maximilian, lass es. Zwei, das Nebel ordentlich, ne? Klar. Also mit dem Nebel muss ich aufpassen, weil sonst Kamera und ich kaputt oder was? Ja, genau. Okay. Ich guck mal, wie nah ich rangehen kann. Ja. Aber das klebt richtig, das Zeug, ne? Zweite Schicht drauf. Was würdest du sagen, erste Schicht, Dicke im Verhältnis zur zweiten, sind die gleich oder? Ja, im zweiten Gang machst du noch ein bisschen mehr auf. Noch ein bisschen mehr? Ich fand jetzt, wo ich dich so beobachtet habe, fand ich das schon ziemlich krass. Ach, hast du die ganze Pistole jetzt verbraten oder was? Ja, fast, ne? Heftig. Okay. Pass auf. Ja, ich mache jetzt, misch es noch ein ganz bisschen an und dann. Ja. Drauf den Lachs, ne? Erste Schicht ist trocken, es wird wärmer hier. Alter, was, wie heizt du die Bude denn hier auf? Safe 30 Grad, ist ja wärmer als bei mir zu Hause. Wir haben gerade schon mal hier so angefühlt, ne? Klebt schon ein bisschen. Und jetzt muss ich schnell meine Maske aufziehen, sonst bin ich gleich tot. Also ich weiß nicht, was die Jungs in ihren Klarlack gemischt haben, aber ich hab mit der Zeit angefangen, mich leicht high zu fühlen, muss ich gestehen. Er hat mich nicht getroffen, ne? Aber es ist ja, ich fühle mich komplett benebelt. Obwohl ich die ganze Zeit eine Maske auf habe, ist es komplett. Der gute Stoff. Ja, ja. Das riecht so ein bisschen nach Orange, das Zeug. Wie hältst du das aus? Das ist ja krank. Ganz normal. Ganz normal, ne? Tägliche Dröhnung. Genau. Jetzt kann ich nicht schlafen. Nachdem das Fahrzeug jetzt lackiert ist, sind die Teile natürlich auch fertig, ne? Alles identisch. Zwei Schichten Klarlack wieder drauf, ne? RAL 1916. Ja. Das ist ein sehr reines Weiß. Wir haben uns das halt für 1916 entschieden, weil ja, wir wollen ja ein strahlendes, helles Weiß haben, ohne nämlich einen Gelb- oder Blaustich. Und dann ist das die beste Wahl. Wäre natürlich lustig gewesen, das Bodykit noch in einer anderen Farbe zu lackieren. Zum Beispiel schwarz oder mausgrau. Hatte ich überlegt, eine komplette Komplementärfarbe mit reinzubringen. Allerdings wird es im Endeffekt dann halt immer aussehen wie einfach nur rangefuscht, ne? Also es wird so oder so natürlich eine Optik haben von außen mit den Verschraubungen und der schwarzen Gummilippe. Wird man sehen, dass es natürlich nicht OEM ist, aber ich glaube, es wird schon edler so insgesamt. So, die Teile müssen jetzt in den Ofen und irgendwas meintest du wegen GFK muss man jetzt beachten. Genau, die Teile kommen zwar drüben in den Ofen haben wir aber runtergefahren. Teile keine großen Temperaturen mehr abbekommen, weil bei GFK ist immer die Gefahr, dass sie irgendwie Blasen bilden oder dass sie noch im Nachhinein irgendwie austanzen. Deswegen werden die halt einmal so rübergestellt und trocknen dann halt ganz normal bis morgen durch. Tag 1 oder für den S2000 ja schon Tag 5 in der Lackierhölle ist abgeschlossen. Dann sehen wir uns morgen in alter Frische, würde ich sagen. Polieren, entpacken. Bis morgen, ciao, ciao. Neuer Tag, neues Glück. Ich bin wieder bei Ladentin in Itzehoe und heute wird der S2000 ausgepackt, poliert. Jetzt schon die ersten Teile am Start. Ich habe jetzt eben Thorsten nochmal gefragt. Die Teile werden tatsächlich auch durchpoliert, genauso wie das Fahrzeug. Hätte ich gar nicht gedacht, dass man sowas poliert. Wird offenbar nach dem Lackieren nochmal gemacht. Hey, jetzt mal ohne Witz, der S2000 ist einfach komplett über die ganze Firma verteilt. Hier haben wir eine Tür, da haben wir einen Spoiler, da haben wir einen Kofferraumdeckel,
Da haben wir eine Motorhaube, hier haben wir den S2000, hier noch eine Stoßstange, da noch eine Stoßstange, da noch ein bisschen Bodykit, da noch ein bisschen Bodykit. Ich bringe euch mal öfter so ein paar Breitbauprojekte, dann halte ich hier den ganzen Laden auf. Da quasi aus der Trocknungskabine raus, da haben wir keine Wärme gegeben. Und jetzt wird quasi der Lack kontrolliert auf Fehlstellen, Schraubeinschlüsse oder ähnliches. Und das wird dann quasi im Finish-Bereich, beseitigt. Finish-Mann Bernd. Der Finish-Beauftragte. Moin, moin Bernd. Moin. Wir beide wollen jetzt mal gucken. Es ist natürlich immer ganz klar, bleibt natürlich immer nicht aus. Irgendwo hast du immer. Was ist der größte Feind des Lackierers? Ist natürlich Staub und kein Bier im Kühlschrank. Guck hier jetzt einmal durch. Das heißt natürlich, wenn wir jetzt im Finish-Bereich sind, wir wollen natürlich auch nichts großartig verletzen jetzt mehr am Lack. Hier geht es natürlich runter jetzt ins allerfeinste Schleifpapier. Ne? Also wir sprechen, wir können uns das mal angucken. Sehr gerne. Das sind ganz kleine Dinger. Hast natürlich auch nur noch Blütenschleif. Oha, okay. Das sind die ganz kleinen Sachen. Ja. Also das ist wirklich, um punktuell rauszuholen. Hier ist so ein Korn von 2500 drauf. Ja. Ne? Wenn man bei der Vorarbeit, natürlich, da sprechen wir irgendwo von Kornbereiche von 150 bis maximal runter 500. Damit machst du jetzt das ganze Auto, jeden das Zentimeter. Das ganze Auto machen wir damit nicht. Man guckt natürlich durch. Ja. Hast du größere Sachen drin? Also sprich, es kann ja auch mal angehen, dass du nicht nur mal einen Pickel hast oder da mal einen Pickel. Kannst natürlich auch mal haben, dass du 3, 4 oder 5 irgendwo hast. Haben wir natürlich auch andere. Gehst du dann schon wieder im Trockenbereich dann wieder rein. Aber du siehst ja schon, die Auflagefläche ist ja schon wesentlich größer. Ja. Du fängst an irgendwo mit einem 1500er Korn. Also das Feinste, was ich mir habe, mit einem 3000er Schleifblatt, würdest du nie einen Pickel irgendwo dann kriegen. 2000er, wieder ein 3000er. Runtergehen kann man natürlich, was der Wahnsinn ist, wenn du das mal guckst. 8000er Korn. Ja. Also das ist schon das Optimalste, was wir wirklich. Beide machen uns mal an der Arbeit. Und fang mal einfach mal an. Aber das bleibt drauf oder wird das jetzt abgemacht? Nee, das bleibt alles drauf. Denn du hast nachher, wir schleifen jetzt ja, da entsteht nachher nicht viel Staub. Ne? Aber du nachher vom Polieren alleine schon, das spritzt und Sachen natürlich. Und wenn du das natürlich hast, hättest du gleich überall den Krümelkram von der Politur. Ja. Hier hast du natürlich jetzt einen hellen Farbton, ist natürlich immer umso schwieriger zu sehen. Ne? Hast du natürlich dunkle Farbtöne, ist das hier ja auch schwarz, würdest sofort irgendwo jeden Staubeinschluss sehen. Deswegen natürlich Licht ohne Ende, damit du wirklich hier wirklich was sehen kannst. Guck mal, wenn du jetzt mal hier auf meiner Seite mal ein bisschen mit rüber kommst und du guckst mal ein bisschen schräg, nämlich schon eine kleine Fehlstelle. Nicht einfach. Da, ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. Bisschen Wasser, das wird natürlich im leicht feuchten Zustand, wird das geschliffen. Einmal abgewäscht. Guck mal, du kannst ja auch schon sehen, jetzt ist es irgendwo, sehr mattiert, du siehst ne? nichts mehr, aber es ist natürlich mattiert, weil wir natürlich geschliffen haben. Ja. Gut, wir gucken hier noch mal einmal, was ist denn weiter. Da oben haben wir noch einen ganz, ganz kleinen leicht. Ja. Ne? Aber im Großen und Ganzen sieht das eigentlich sehr, sehr gut aus. Der Wahnsinn. Weißt du, ich habe mit Chris geredet. Ich so, ja, Chris, komm. Einmal das Mausgrau, Uniweiß, überduschen, alles gut, ne? Ihr müsst euch keine Mühe geben, alles gut. Man stellt sich das gar nicht vor, was da an Arbeit ist. Es ist unfassbar, wirklich. Es ist Wahnsinn, ne? Das ist natürlich immer, weil du natürlich in Extremstes runtergehst hier, ne? Ja. Also da muss wirklich. Der Kunde muss schon top zufrieden sein mit sowas. Da hast du noch letztendlich den pingeligsten Finishmann erwischt, den man sich vorstellt. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Zwei Maschinen, einmal grob und einmal haben wir klein. Diese läuft mit Akku. Akkubetrieb ist natürlich eine feine Sache. Du hast kein Kabel, kein Luftanschluss, gar nichts mehr. Drei verschiedene Polituren, wo du eigentlich mit anfährst. Das ist eine reine Fastcut plus Extrem. Das ist, steht hier auch schon, eine Schleifpaste. Hm. Also hier sind wirklich Schleifanteile mit drin, feinste Schleifanteile, dass wir das erstmal wieder hochpoliert kriegen. Ja. Rein ein bisschen rauf. Einmal nachwischen. Und wie du siehst, siehst du nichts mehr. Top Sache. Ja? Auch weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön blank geworden. Und du hast natürlich jetzt in diesem weißen Bereich
nehmen wir noch eine zweite mit dazu. Sie hat natürlich extrem viele Schleifanteile. Es gibt jetzt noch die zweite dazu. Da ist jetzt schon ein bisschen weniger, was an Schleifanteile ist, was nachher schon ein bisschen auch mehr an Glanz bringt. Als letzten Schluss hätten wir natürlich eine Anti-Hologramm-Politur nachher noch. Aber das ist bei deinem Auto, ist das nachher eigentlich nicht weiter nötig, weil du hast einen hellen Farbton. Da wirst du keine Hologramm mit drin haben. Ne? Also das ist wirklich nur in Uni-Schwarz oder Schwarz-Metallic. Ist natürlich ganz extrem zu sehen. Ne? Deswegen nochmal einen anderen Teller, da nehmen wir ein bisschen was drauf. Die Abdeckung drauf gelassen hat hier, ne? Ja, man sieht das natürlich, der spritzt und saut natürlich. Ja. Und deswegen wartet man wirklich, bis man komplett fertig ist mit dem Finish, bevor man überhaupt irgendetwas abnimmt. Haben wir das erste Teil geschafft. Also das ist schon gefinisht und du siehst ja, also das ist eine wahnsinnsglatte Oberfläche, die du nachher hast. Das kann man sich echt kaum vorstellen, dass da mal so viele Lackschichten drauf waren und noch eine Folie und Kleberückstände. Ja. Dann hier einfach einmal wirklich wieder eine wunderschöne Oberfläche. Wir hatten uns ja beim letzten Mal überlegt mit dem matten Farbton. Ne? Ich bin so froh, dass wir das nicht gemacht haben. Weil es kam jetzt gerade einer, der das wirklich gemacht hat vor ein paar Tagen. Wir hatten das überlegt, wo wir die erste Schicht drauf hatten. Da hatte ich sogar noch Bilder von gemacht und dann überlegt, ob wir noch den matten Farbton raufknallen. Weil es gibt tatsächlich jetzt wirklich einen, der das gemacht hat bei einem Monster Service Bodykit. Im Endeffekt hätte es dann genau so ausgesehen. Ich hasse nichts mehr, als wie wenn es eine Karre zweimal gibt. Also das ist schon mal gut, dass das jetzt Hochglanz ist. Muss ich jetzt noch definitiv andere Felgen haben, dann ist es nicht die Karre. Nee, bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Hochglanz. Mit dem Finish hier ist der Wahnsinn. Der ganze Wagen wurde jetzt 2 Stunden lang durchpoliert, glaube ich. Fand ich schon vorher perfekt, aber jetzt ist natürlich nochmal das Endfinish. Jetzt können wir auch endlich zum allerersten Mal die Folie abnehmen, das ganze Fahrzeug einmal auspacken. Dann ballert das Ganze natürlich noch mal ein bisschen mehr, wenn man ja ein paar Kontraste reinbekommt. Muss ich irgendwas beachten, wenn ich jetzt die Folie abmache? Ja, also beim Abziehen der Folie sollte man schon darauf achten, dass nichts verklebt ist, weil das Abdeckband kann natürlich auch mit dem Lack verkleben und beim Hochziehen würde das dann in die Fläche so gesehen reinreißen. Ja. Da müsste man schon ein bisschen vorsichtig sein beim Auspacken. So sollte nicht der Fall sein, da hat alles vernünftig abgeklebt. Aber es kann halt immer mal sein, dass irgendwo mal eine Kante ist, da verklebt ist. Also kann ich jetzt auch mal mit meinen fuschigen Griffeln bei. Ne? Ja, gut, okay, ich würde sagen, let's go, ne? Let's go. Zerschnitten in der S2000 abgegeben, als Strandbuggy wiederbekommen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ja mal sowas von Verwandlung. Hässliches Endline, ein schöner Schwan. Klar, jetzt fehlt da noch so eine Tür, Motorhaube, ne? Alles. Aber man kann sich ja vorstellen, wie das Gesamtergebnis dann mal irgendwann aussehen wird später, ne? Auf jeden Fall. Ich konnte jetzt gar keine groben Mängel irgendwo feststellen, die durchs Abkleben nicht ganz so gelungen sind, sag ich mal. Das ist echt sehr sauber. Das, auf Kamera sieht man das gar nicht, den Kontrast. Ja, das ist wunderschön. Wunderschön. Auch wenn man, ich glaube, ich bei den Scheinwerfern nochmal rangehen muss hier. Von hinten sieht man hier auch nochmal ganz eindrucksvoll, was sie alles abgebaut haben überhaupt zum Lackieren. Ne? Also mit Türen, Motorhaube, Heckdeckel war es nicht getan. Alles auseinandergerissen hier wie so ein kleiner Flohmarkt. Und dann nochmal ein bisschen Konservierung. Ne? Der Heckträger war irgendwie ein bisschen angerostet, meintest du, ne? Genau, der Heckträger war auch angerostet. Wir haben jetzt auch einmal mit entrostet, auch wenn man ihn nicht sieht, aber so ist er einmal konserviert. Ja. Was man auch noch sagen muss, das Fahrzeug hatte ganz offensichtlich hinten rechts auch nochmal einen Bums. Da hat man mal irgendwas, ne? Das sieht nicht ganz so schön aus wie links. Aber was soll ich sagen, ne? Ist halt ein 20 Jahre altes Auto aus der UK. Das bleibt nicht aus, aber ich denke mal, von Rost werde ich jetzt mal gar nichts mehr, gar keine Probleme mehr haben. Ist ja jetzt auch alles übergeduscht, sag ich mal. Beziehungsweise die ganzen Radläufe wurde ja alles schon von Umbrella gemacht. Gut, ich würde sagen, ich fahre dann jetzt mal damit nach Hause. Ne? Schön noch durch den Salz. Wird luftig. Ja. Da wir ein bisschen Zeitdruck haben hier mit dem Videoplan, soll es das jetzt auch schon von der S2000 Lackierung gewesen sein. Schaut sehr gerne bei Ladenteam vorbei. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung. Falls hier irgendwie mal Unfallinstandsetzung macht ihr wahrscheinlich auch, ne? Genau, Corsi und Unfallinstandsetzung. Smart Repair auch? Smart Repair auch. Ja, ich glaube, da habe ich auch noch das ein oder andere Fahrzeug, wo man mal übergehen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Wir sehen uns, wenn er wieder zusammen ist. Das ganze Ding wird dann wieder zurück ins Schloss getrailert.
Wie gesagt, den Zusammenbau kann ich jetzt nicht zeigen, weil das Video jetzt morgen früh schon hochgeht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Schaut, wie gesagt, bei Lantin in der Beschreibung vorbei. Ich würde mal sagen, schreibt eure Meinung zu dem Farbton in die Kommentare. Das wurde natürlich ja auch noch gar nicht abgefragt. Selbstverständlich mache ich die Motorhaube jetzt nicht schwarz, ne? Das bleibt jetzt all white. Und als nächstes Thema auf jeden Fall Bodykit dran, Felgen und dann geht es irgendwann auch zum TÜV. Danke an Thorsten und Team. Und viele Grüße an Chris fürs Organisieren hier. Ja. Vielen, vielen Dank, Jungs. Und vielen Dank für dein Vertrauen. Mein Schätzchen hier, ne? Aber ich will es gar nicht anfassen mit meinen Dreckshänden. Ist jetzt komplett poliert, ne? Jetzt kann ich ihn anfassen. Ah, geil. Ich war schon in meiner Lackkabine, so zu Hendrik, so, oh, ich will es anfassen. Okay, haut rein, Freunde. Ciao. Ja.